Die Unreal Engine 5 kam damals ja mit der PS5 zeitgleich heraus und hat damals ziemlich große Wellen geschlagen. Und jetzt kommt ein großes Update, und zwar das Update 5.1. Und was da alles dahinter steckt, darüber sprechen wir heute. Zunächst mal muss ich ausholen, was ist überhaupt eine Engine? Eine Engine ist quasi ja der Antriebsmotor für ein Spiel, damit Entwickler nicht alles von Grund auf neu bauen müssen. Das heißt, man nimmt im besten Fall diese Unreal Engine her, baut dort seine Assets rein, seine Welt, seine Charaktere, und um das Technische kümmert sich quasi die Engine, die Spiele-Engine, die Grafik-Engine und so weiter. Und die Unreal Engine ist halt so inzwischen so ein Rundum-Paket, wo Entwickler erheblich Zeit eben einsparen können, Monate, vielleicht sogar Jahre Entwicklungszeit, damit sie eben nicht eine eigene Engine bauen müssen. Aktuell ist es so, dass vor allen Dingen zwei Engines führend sind, Unity Engine und die Unreal Engine, wobei jetzt die Unreal Engine, vor allen Dingen mit der fünften Version, erheblich krassen Vorsprung kriegt mit ihren verschiedenen Techniken und wegen ihrer gigantisch gut aussehenden Grafik, die man mit relativ wenig Mühe tatsächlich erreichen kann als Spieleentwickler. Genau, und das Ding ist, dass die Unreal Engine auch einen riesen Vorteil hat gegenüber anderen Engines. Sie ist frei zugänglich und verfügbar, also sie wird quasi kostenlos zum Verwenden angeboten, und ich glaube, erst ab einer bestimmten Umsatzzahl werden da Tantiemen fällig, also verlangen die quasi einen kleinen Anteil an den Einnahmen, und davor ist sie aber komplett kostenlos, und sie ist, soweit ich jetzt auch weiß, eine der am einfachsten zu bedienen Engine. Sie wird immer einfacher, ja. Und ihr könnt die auch runterladen, wenn ihr wollt. Ja. Direkt bei Unreal Engine.com könnt ihr die Engine runterladen, wenn ihr wollt, und herumprobieren. Allerdings kann ich euch gleich sagen, das ist nichts für ein paar Stunden, wo man ein bisschen rumprobiert, sondern da arbeitet man sich monatelang ein, weil es extrem viele Module auch dafür gibt. Spielentwicklung ist jetzt nicht von heute auf morgen. Es war bisher so allerdings, dass die Unity Engine immer so als vielseitigere Engine gehandhabt wurde, auch weil die Mobile und Konsole und PC recht gut vereint, aber die Unreal Engine ist, glaube ich, so langsam wirklich das Rundum-Ding. Ja, eben kostenlos hätte ich, das heißt, da ist eine ziemlich kleine Einstiegshürde. Genau, und damit ihr die jetzt auch mit irgendwas verknüpfen könnt, ein paar Spiele, die mit der Unreal Engine erstellt wurden. Viele Spiele gibt es ja schon mit der Unreal Engine 4, aber weil es die Unreal Engine 5 erst vor ungefähr einem Jahr veröffentlicht wurde. Da wurde sie nur gezeigt. Ich glaube, die Entwicklerversion kam dann erst vor einem Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher vom Timing her. So oder so sind die Entwickler gerade dran, mit der Unreal Engine 5 zu arbeiten. Das heißt, die Spiele kommen jetzt erst noch. Beispiel, oder eines der größten Beispiele ist Hellblade 2, was ja auch noch ein bisschen dauert scheinbar, bis es mal kommt. Aber das ist natürlich auch eins der Spiele, die eben zeigen können, was die Unreal Engine vor allen Dingen in Sachen Beleuchtung kann. Da haben wir nämlich einige, oder vor allen Dingen eine Technik, die nennt sich Lumen. Das ist so eine Beleuchtungstechnik für eben speziell für Spieleszenarien, wo man vor allen Dingen auf Global Illumination setzt. Das ist ein Verfahren, wo man einfach so eine bestimmte Lichtmenge in eine Szene reinschießt, und man kann überall messen, wie viel Licht in diesem Bereich ist. Und so kann man nämlich beispielsweise zum einen natürlich, glaube ich, realistische Beleuchtungen machen, aber vor allen Dingen indirekte Beleuchtung. Also quasi so, was in den Schatten abläuft, und dass das sehr, sehr plastisch aussieht. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Und das wird jetzt eben mit der 5.1-Version noch einfacher. Und ich wollte trotzdem noch mal ganz, ganz kurz auf Spiele zurückkommen, weil nicht nur jetzt Unreal Engine 5, sondern auch Unreal Engine 4, was da für Spiele damit entwickelt wurden. Denn es ist ja keine kleine, unbekannte Engine, sondern die meisten AAA-Titel oder sehr viele AAA-Titel wurden damit erstellt. Mir fällt jetzt spontan Final Fantasy Remake dann zum Beispiel ein. Was interessant ist, weil Square hat vorher auf ihre eigene, hauseigene Engine gesetzt. Und das ist interessant, dass sie jetzt tatsächlich auf die Unreal Engine umsteigen. Das machen sehr viele Entwickler. Auch CD Projekt Red für das Witcher Remake. Das wird auch mit Unreal Engine kommen, anstatt mit ihrer eigenen Red Engine. Das heißt, man merkt schon, dass langsam Entwickler einfach das Ganze ja universeller haben wollen und einfach. Und die Unreal Engine kam ja beispielsweise, wurde auch, glaube ich, speziell eigentlich für Gears of War entwickelt damals. Daher kommt das Ganze. Und Gears of War ist ja auch schon so ein grafischer Knaller. Und es wird auch eingesetzt beispielsweise für Fortnite. Weil Fortnite kommt vom selben Hersteller, weil die hinter der Unreal Engine steckt nämlich Epic Games. Und das ist ja auch keine unbekannte Größe im Gaming-Genre. Und viele Hersteller, egal ob westliche oder fernöstliche, die springen jetzt eben auch auf den Zug auf mit der Unreal Engine. Also wir haben hier beispielsweise eben Hellblade Stalker 2, das kommt, Tekken 8, das erwähnte Witcher Remake, die Matrix-Demo zuletzt, die auch schon mal gezeigt hat, was wirklich gemacht werden kann. Kingdom Hearts 4,
auch von Square, dann auch über die Unreal Engine. Avowed, das neue Ark, der zweite Teil, selbst ein Dragon Quest. Es gibt natürlich noch viele Spiele, die noch nicht angekündigt sind. Und da bin ich mal gespannt drauf, was da alles so kommt. Also auf jeden Fall steht, finde ich, die Unreal Engine für ziemlich krassen Realismus in Spielen. Ja, das war sie schon immer. Und das zielt auch immer dahin, auch möglichst realistische Charaktere, wo eben viel grafischer Aufwand betrieben wird, aber man möglichst wenig Aufwand damit hat hinter den Kulissen. Eben diese 5.1er-Version, eben die baut das Ganze eben aus, auch in Richtung Schatten. Es gibt die Virtual Shadow Maps beispielsweise, wenn ich das kurz ausführe. Eben Schatten, die hochauflösend sind, weil wir haben ja das Problem oft, dass Schatten einfach pixelig aussehen in Spielen. Das ist nämlich auch eine Challenge, weil das kostet so viel Rechenzeit und das ist halt so ein System, was das Ganze verbessert, was auch schöne, softe Shadows Schatten macht. Und vor allen Dingen Lumen und dieses Schattensystem ist jetzt dann endlich auf 60 FPS ausgelegt. Gleichermaßen auf PS5, Xbox Series und auch für einen PC, weil vorher, glaube ich, auch die Demos waren alle in 30 FPS. Mhm. Und ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, naja, schwierig, weil 30 FPS ist halt schon ein bisschen überholt irgendwo. Aber gut, dass es jetzt dahin auch geht. Bin ich echt froh drum. Und das Krasse ist jetzt bei der neuen Unreal Engine 5 und auch bei der 5.1 ist ja das auch das Nanit-System. Nanit ist quasi ein System, wo Polygone noch immer weiter verkleinert werden bzw. unterteilt werden, damit man eben natürliche Formen darstellen kann. Beispielsweise Felsen oder Steine, was man vorher vielleicht einfach nur mit einer Textur gemacht hat, damit das gut aussieht. Aber das kann man jetzt quasi aus Polygonen bauen. Und das geht sogar so krass, dass man sogar komplette Bäume machen kann, inklusive Blätter aus einzelnen Polygonen. Das kommt natürlich dem Realismus zugute. Das heißt, wir werden auf jeden Fall da extrem realistische Spiele in Zukunft sehen werden auf dieser Unreal Engine 5 und 5.1 natürlich. Haare fällt mir da zum Beispiel auch ein, das ist auch immer so ein kleiner Schwachpunkt in Videospielen, dass die nie wirklich so 100% natürlich sich verhalten. Das könnte jetzt auch ein riesen Upgrade kommen damit. Ja, vor allen Dingen, Haare ist das größte Problem, glaube ich, auch die Animation. Wie Haare fallen an der Schulter und dass das nicht durchploppt und so weiter. Das ist eine extreme Challenge und Haare haben ja auch so eine gewisse Stärke, die dürfen ja nicht zu sehr durchbiegen, aber auch nicht zu wenig. Es ist absolut abgefahren und deshalb haben ja irgendwie viele Spiele oder einige Spiele machen ja einfach den Trick, Haare zusammengebunden oder einfach kurze Haare. Das ist viel, viel einfacher als lange Haare zu simulieren. Ja, aber das wird, glaube ich, alles noch kommen. Natürlich. In den nächsten Jahren. Natürlich, ja. Also ich denke auch, dass wir auf einem guten Weg sind in die Richtung, dass man irgendwann die Videospiele kaum noch von einem Film unterscheiden kann. Es wird definitiv dahin gehen, auch deswegen natürlich, weil die Unreal Engine ist ja nicht nur im Spielebereich unterwegs. Die Unreal Engine wird ja auch in vielen weiteren Bereichen eingesetzt, auch in der Industrie zur Visualisierung von verschiedensten Projekten, beispielsweise Automobilindustrie, in der Medizin auch und natürlich auch bei Filmen und bei Filmproduktionen und TV-Produktionen. Denn da gibt es ja wieder diese neuartige Technik der virtuellen Sets, dass man nicht mehr vor Greenscreen dreht, sondern vor LED-Wänden, wo quasi der Hintergrund eingeblendet wird per LED und wo die Schauspieler dann im Vordergrund sind. Was den riesen Vorteil hat, dass die Beleuchtung schon stimmt, weil man eben das entsprechende Licht hat. Und das ist eben auch, da wird auch Unreal Engine verwendet für die Hintergründe, weil man kann dynamisch das Set einfach schnell drehen, anpassen, wie man das gerade braucht, wie es der Kameramann gerade braucht, welche Szene gerade gedreht werden muss, damit das eben auch realistischer aussieht. Und das ist auch definitiv, da wird es auch mehr hingehen in Zukunft auch bei Filmproduktion. Ja, uns würde interessieren, was ihr so darüber denkt. Habt ihr euch zum Beispiel diese Matrix-Demo mal angeschaut? Wenn nicht, dann würde ich die empfehlen. Und falls ihr noch mehr zu Engines wissen wollt, ich habe mal vor längerer Zeit auf dem PixelConnect-Kanal ein Video dazu gemacht. Da geht es wirklich sehr, sehr ins Detail. Ist jetzt allerdings vor 2 Jahren entstanden, das heißt die Unreal Engine 5 kam da gerade heraus. Schaut es euch gerne an, das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und ja, lasst gerne auch ein paar Kommentare da zu diesem Thema und lasst auch ein Abo und ein Like da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.